Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu den Minecraft Survival Games. Nach einer halben Ewigkeit mal wieder. Ich dachte mir, ich nehme heute einfach mal eine Runde davon auf. Warum? Weil ich habe wahrscheinlich eh wieder keine PvP-Skills, aber hey, egal. Ich kann mich nur blamieren. Dementsprechend... Oh, ich habe sogar Waffen. Ich habe sexy Waffen. Ich habe sexy Waffen. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Der gehört mir. Der leckt kräftig. Hey, First Blood! Hey du, du hast was Interessantes. Zwar ein Wolf. Oh, Massenschlägerei, Massenschlägerei. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin sowas von tot. Gott verdammt, was habe ich eigentlich gerade angestellt? Ich hab 7 Level! Und ich habe ein Problem. Was ist gerade eigentlich passiert? Und ich habe noch 2 EP-Flaschen. Ich habe 8 Level. Leute, was ist passiert? Ich habe schon jetzt das Gefühl, das ist die krasseste Runde ever. Das muss an den neuen Beats von Rackstar liegen. Beziehungsweise Mr. Freebeat, nennt das ich auf YouTube mittlerweile. Oder vielleicht auch schon immer. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Mir egal. Ich nenne ihn Rackstar. Ist einfach zum Aussprechen. Und klingt irgendwie spezifischer. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, wie der Beat heißt, den ich hier gerade von ihm ganz am Anfang einspiele. Ihr wisst ja, ich bin ein bisschen faul. Und dementsprechend lasse ich die Musik schon nebenher laufen. Vor allem, weil Action-Dateien und Camtasia sich nicht immer so geil verstehen. Und darum nehme ich das gleich so auf. Hey du! Alter, erschreck mich nicht so. Okay. Danke. Hat mich sehr gefreut. Da ist noch was gestorben da draußen. Ist mir jetzt egal. Lauter Sex ist einiges Zeug. Da drin war was. Oh, hi. Beschissener Wolf! Ich sollte vielleicht wegrennen. Nee, kriegst mich nicht. Alter, ich habe 10 Level und kann einfach nichts damit anfangen. Und ich kann hier nicht hochklettern, das ist echt mies. So, ich schau mal. Da noch irgendwas Tolles gibt da draußen. Scheint auf jeden Fall kein Spieler in der Nähe zu sein. Warum nehme ich jetzt eigentlich die ganzen verkackten Waffen mit? Das ist echt so eine Krankheit von mir, dass ich haufenweise Waffen mitnehme, damit meine Gegner nichts mehr kriegen. Aber hey, ich habe einen Bogen. Bleibt da, Steak. Alles in Ordnung. Muss Ordnung haben im Inventar. Das ist auch so eine Neon-Skywalker-Krankheit. Danke. Ich wollte auch nur die Truhe aufmachen. So. Ich kann mir theoretisch Pfeile machen. Hört ihr das? Das ist nicht gut. Wenn ihr das hört, dann müsst ihr rennen. Das ist nämlich die World Border. Die kann töten. Ich kann es mal vorführen. Was passiert, wenn ich jetzt mit der zusammenpralle? Und zwar beschießt die mich. Ist die nicht böse? Und sowas tut echt weh, wenn man es an den Kopf kriegt. Oh,
Also es wurde berichtet von Platzwunden bis Bewusstlosigkeit und von Neon der Schwachsinn redet, weil er sowas an den Kopf bekommen hat. Das ist echt nicht so angenehm. Würde ich euch nicht empfehlen. So. In knapp mehr als 2 Minuten ist auch Chest Refill. Hatten wir eigentlich schon Supply Drop. Sieht nicht so aus. Aber da ist einer mit Diamanthose. Hey, den kennen wir doch. Komm mal her. Ich weiß, dass einer hinter mir herrennt. Das ist mir nicht entgangen. Aber ich würde mir jetzt einfach so denken, leck mich. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich halt. Nein! Oh, 4 Kills, 1 Assist. Das, Alter, was war das für eine Runde? Was war das für eine Runde? Ey, diese Startklopperei, das habe ich noch nie erlebt. Ist das krank, Alter. Naja. Wir können uns das Deathmatch eigentlich nur mit anschauen. Weil am Ende kriegt der süße Fratz hier eh aufs Maul. Oder die geben sich aufs Maul. Das geht auch. Ja, komm. Fangen wir da an zu laggen, Verbindung. Einfach so. Ihr gebt euch jetzt nicht gegenseitig aufs Maul, oder? Anscheinend doch. Naja, mir soll es egal sein. Angeblich hackt die auch. Was anhand der Schadensfrequenz, die ich gekriegt habe, nicht mal so unwahrscheinlich wäre, aber ist mir scheißegal. Mindplex hat verhältnismäßig wenig Hacker. Behaupte ich jetzt mal. Zumindest geht's mir so. Oh. Nicer Dicer. Ja, gut. Wir schauen den beiden jetzt noch beim Kloppen zu und ich sag schon mal danke fürs Zuschauen und bitte. Hör auf wegzurennen, du bist stärker ausgerüstet. Jedenfalls, danke fürs Zuschauen, lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt einen Kommentar. Und wie gesagt, ich nehme immer wieder neue Minigame-Vorschläge an und bin auch offen für neue Server. Und sonst, ja. Danke fürs Zuschauen und so. Bis dann.